Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. In der letzten Folge haben wir eine Challenge gemacht und zwar die Suicide Challenge, also die Selbstmord Challenge. Haben uns leider nicht selbst umgebracht und haben die Challenge irgendwie geschafft, ich weiß auch nicht wie. Und auf die nächste Challenge freue ich mich besonders, denn die heißt Kitty. Und Kitty ist eine Katze und Katzen sind süß und ich mag Katzen und deswegen ist das bestimmt eine tolle Challenge. Wir sind auf jeden Fall von Anfang an Gabi, haben an sich 4 Leben von Anfang an, wenn wir sie denn bräuchten, wenn wir denn unser... Und ja, Gabis Paw einsetzen. Mal gucken, was haben wir sonst noch so? Ja, einfach nur alle Gabi-Items. Nee, sind nicht mal alle. Da fehlt eins, da fehlt dieser Kopf. Aber das kann er natürlich nicht machen. Kann man nicht. Weil Gabi besteht aus 2 Space-Items. Und das geht ja nicht. Und dann haben wir noch diesen Blood Trail, wie es scheint. Dass wenn wir getroffen werden, dann bluten wir. Ich glaube, das war das. Oder wir haben diesen Rage-Ding. Das kann auch sein. Auf jeden Fall sind wir recht stark. Also unsere Tränen sind auf jeden Fall recht groß, finde ich. Und... Von daher, das kann vielleicht doch das Rage-Ding sein. Deswegen sind unsere Tränen so groß. Gut möglich, ich weiß es wie gesagt nicht, aber egal. Und wir produzieren ja ganz viele Fliegen, die auch mit Schaden machen und sind voll gut drauf hier. Aber so richtig cool drauf. Ja. Und mein Internet ist gerade abgestürzt und dann dachte ich mir, ja, nimmst du mal eine Folge auf. Kabel Deutschland stürzt in letzter Zeit sowieso viel öfters ab, das ist voll doof. Letztens ist das abgestürzt am Samstag, am Freitag. Ein Freitag? Oh, wir kriegen Cancer. Geilo. Geilo Budigu. Nochmal ein bisschen schneller angreifen. Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Ja, letztes Mal ist das abgestürzt, als das PvP-Event war. In Desperado. Da war ich schon drin. Das sollte gerade so anfangen und dann ist es abgestürzt. Von daher gut, dass es nicht mittendrin abgestürzt ist, aber trotzdem schade, dass es genau diese halbe Stunde abgestürzt ist, wo das PvP-Event war. Aber gut, was soll man machen? Das fand ich auf jeden Fall sehr tragisch. Und jetzt ist es auch wieder abgestürzt und ja... Zum Glück kann man bei Steam ja trotzdem noch Spiele spielen, auch wenn Internet weg ist. So, hi Fabin. Na, magst du mal bitte schnell sterben und mir dann dein Cube of Meat geben? Das wäre voll knorke. Und voll nett von dir. Aber so richtig nett wäre das von dir. So, wir werden einfach mal versuchen, unsere Herz nicht allzu viel zu verlieren, denn ich würde gern das rote Herz behalten für den ersten Devil-Deal. Oha. Das wäre auf jeden Fall ganz praktisch. Wir haben leider keine Bomben bekommen. Da waren nämlich 2 blaue Steine, die wir sonst aufsprengen hätten können tun. Haben wir aber nicht. Oh, wir sind Lazarus. Das heißt, wir haben 10 Leben, oder wie? Jo, wir haben 10 Leben. Okay. Dann ist es auch klar, dass das Blood Trail ist und nicht dieses Wage-Teil. Okay, gut zu wissen. Wir sind also Lazarus. Das heißt, wenn wir jetzt das erste Mal sterben, dann werden wir höchstwahrscheinlich Lazarus 2 sein, oder? Wäre also gar nicht so schlecht. Weil Lazarus 2 hat auf jeden Fall auch ein rotes Herz und ist, glaube ich, aber noch ein bisschen stärker. Ne, ist er gar nicht, oder? Ne, das war bei Judas. Oh Gott, ich komme hier voll durcheinander. Was konnte denn Lazarus 2? Lazarus 2 hatte einfach nur diese Blutschwür hinter sich, oder nicht? Ja. Okay, da brauchen wir das nicht. Wer braucht schon Lazarus? Egal, wir sind trotzdem Lazarus. Auch was Schönes. Sure. Und werden sich bestimmt wieder einige fragen, warum ich jetzt hier trotzdem weiterspiele, obwohl ich gestern gesagt hatte, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf diese ganze Mod. Das ist deswegen, weil ich irgendwie trotzdem die Challenges machen will. Egal, ob die jetzt... So, sterb mal bitte. Egal, ob die jetzt ein bisschen zu einfach sind für meinen Geschmack oder nicht. Ich mache die trotzdem mal. Und wieso haben wir eigentlich schon wieder keine Schlüssel mehr? Oh Gott, wo sind unsere Schlüssel hin? Und ansonsten könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Custom Challenges ich machen soll. Nennt man das so Custom Challenges? Ja, kann man so sagen, oder? Custom Challenges. Denn das haben sich ja auch einige gewünscht. Dann macht man das irgendwie mit so einem Programm. Ich habe das noch nicht so richtig rausbekommen, aber kriege ich bestimmt auch irgendwie raus. Und dann könnt ihr mir sagen, welche Items ich von Anfang an haben soll und dann spiele ich das halt. Und dann ist das quasi eine Challenge von euch für mich. Ist das nicht toll? Das stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor. Haben sich auch schon mehrere gewünscht und ich fand, das war eine recht coole Idee. Von daher, das kommt dann wahrscheinlich als nächstes. Dass wir so Custom Challenges ab und zu mal machen. Und wenn ihr da schon Ideen habt, dann könnt ihr die halt jetzt schon gerne reinschreiben. Ja. Muss auch nicht unter dieses Video sein, könnt ihr auch unter die nächsten Videos schreiben. Wenn euch jetzt noch nichts einfällt, dann irgendwann halt mal. Wäre auf jeden Fall nett. Tada. So, jetzt besiegen wir noch kurz die ganzen Gegner. Und eigentlich müsste in den Scheißhaufen mal öfters was drin sein. Denn wir haben das Scheißhaufen-Trinket. Und das Scheißhaufen-Trinket, wie jeder weiß, macht, dass öfters in diesen Scheißhaufen was drin ist. Aber scheinbar hatten wir nicht ganz so viel Glück. Auch wenn wir eigentlich gut Geld bekommen haben. Okay. So. Monstro, hi. Hi, Monstro, hi. Da. Ich glaube, der kann hier oben nicht hin, oder? Selbst wenn das springt nicht. Nee, er macht einfach gar nichts. Geilo.
Okay, dann ist er ja noch viel einfacher an dieser Raumstruktur, wenn man fliegen kann. Oh nein, wir drücken ihn langsam weg. Wenn wir auf dem festen Boden sind, dann wird er wieder springen. Ja. So, noch ein bisschen Geld. Wir sind endlich wieder eine Prinzessin. Prinzessin Kitty Cat, das sind wir. Oh, hoho, Hure von Babylon. Der Hure von Babylon. Nehme ich mit. Und anscheinend müssen wir bis zu Mutters Herz. Oder noch weiter. Aber wir schauen mal. So, das Blöde ist, wir haben Hure von Babylon nicht. Wir müssen irgendwie ein halbes Herz loswerden. Hilfe. Aber ein blaues, ein rotes Herz. Und das ist schlecht. Also brauchen wir irgendwo eine Arcade oder halt allgemein. Oh Gott. Allgemein eine Blood Donation Maschine. Das wäre etwas sehr, sehr Schönes. Aber ich glaube, da müssen wir uns überraschen lassen, ob wir sowas bekommen. Was haben wir hier Schönes? Tiersa, sehr gut. Und Lemon Party, auch nicht schlecht. Oder Doge Party in diesem Fall. Los, Doge Party, töte alles. Sehr gut. Wie lange das auch da bleibt? Ist voll krass. So, das werde ich auf jeden Fall vermissen, Doge Party, dass sie so groß ist. Ich glaube, das ist nämlich nur in dieser Mod so. Und so. Da wollte ich niesen, aber es kommt nicht. Das ist immer blöd, ne? Kennt ihr das auch? Ihr wollt niesen und dann könnt ihr nicht niesen. Oder ihr müsst niesen, wollt es aufhalten und müsst dann trotzdem niesen. Das finde ich immer blöd. So. Plup, 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 plup. Hä, haben wir... Ja, okay. Hatte gerade schon Sorge, dass wir unser Krebs nicht mitgenommen haben. Aber haben wir zum Glück. So, besiegen wir dich kurz. Sollte ja nicht allzu schwer werden. Jetzt, wo du nicht mehr so rumglitschst. So. Okay. Sehr schön. Die anderen Kackehäufchen machen wir auch noch schnell tot. Sterbt, ihr Kackehäufchen. Ich habe euch noch nie gemocht. Na, eigentlich schon. Eigentlich finde ich euch ganz toll. Miau, miau, miau. Die machen nämlich auch so tolle Katzengeräusche. Hm, wir brauchen trotzdem irgendwie eine Blood-Donation-Maschine. Dann würden wir nämlich stärker werden und schneller, dank Hure von Babylon. Ich wäre gerne Hure von Babylon, vor allem wenn ich so süß bin. Eine süße Hure von Babylon ist doch was Schönes, oder nicht? Ich fänd das sehr schön. Oh, was kriegen wir hier Schönes? Vielleicht eine Blood-Donation-Maschine? Oh! Geilo, das war ein Baby. A.K.A. Duke of Flies. Finde ich gut. Da habe ich nichts gegen. Und Chariot kriegen wir auch noch. Okay. Geilo. Aber Duke of Flies ist geil. Dann kriegen wir jetzt immer noch mal eine Fliege mehr. Geilo, 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 geilo. Das ist wahrscheinlich irgendein... Oh, überall nichts drin. Hier kriegen wir ganz schön viel Geld. Und wir haben einen Schlüssel. Wir könnten hier mal die goldene Truhe öffnen. In der nochmal zwei Schlüssel sind. Ja! Geil, wir sind schon wieder voll reich. Wir werden immer reich, aber wir sind ja auch eine Prinzessin. Und eine Prinzessin muss nun mal reich sein. Ach, shit. Oh Gott. Wow, ich bin gleich tot. Moment. Das ist jetzt aber nicht cool. Wenn wir es noch einmal treffen. Okay. Ich setze das mal lieber ein, bevor wir gleich mit dem nächsten Hit wieder sterben. Die machen einen ganzen Schaden. Hätte ich sowieso schon die ganze Zeit einsetzen können. Dann hätten wir von Anfang an Hure von Babylon. Oh Gott. Ich sterbe in diesem Raum noch. Oh wow. Und die können da durchschießen. Oh oh. Nein, 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 okay, alle tot. Alle tot, wir leben noch. Wir haben noch ein halbes Herz. Ha, ha, ha. Als wenn das nicht lang würde. Also mit einem halben Herz, damit kann man noch viel machen. Oh shit. Was ist denn jetzt passiert? Wie konnten wir denn in einem Raum so viele Leben verlieren? Oh, hallo Gertie. Und hallo komische Dinger. Oh nein. Okay, das war klar, aber wir werden wahrscheinlich in den Raum wieder gespawnt. Nein. Bevor wir Lazarus werden, werden wahrscheinlich oder anscheinend unsere neuen Leben eingesetzt. Na, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz cool. Bitte nicht treffen, wäre ganz schön. Und wäre noch viel schöner, wenn du jetzt irgendwie sterben könntest. Aber wir kriegen jedes Mal drei Leben, wenn wir sterben. Okay, das ist natürlich sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und wir haben jetzt jedes Mal Hure von Babylon. Finde ich schön. Hätten wir mal früher einsetzen sollen. Verdammt. Na egal. Na egal, ist ja nicht so schlimm. So. Das Einzige, wofür ich halt ein rotes Herz bräuchte, wäre vielleicht für Devil Deals. Damit ich die halt günstiger bekomme. Aber ist eigentlich auch nicht so wichtig.
Denn stark genug sind wir auch so mit einer Hure von Babylon. Und den ganzen Fliegen dann halt noch, weil die werden ja dann auch stärker. Und von daher sollte unser Schaden eigentlich jetzt schon gut lang, oder nicht? Ich denke schon. Ich glaube schon. Die Fliegen machen das halt alles wieder... Oh Gott, sind die groß! Die Fliegen machen das halt alles wieder weg. Wett. Wett, 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 wett. Witty, witty, wut, wut. Witty, witty, witzi. Wut, 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 wut. Genau, sperrt mich einfach ein. Ich bin kein kleiner Kreis. Es ist hier nicht. Es ist hier nicht Agario. Oh Gott, ich werde sterben. Ich setze mal das Ding hier ein und hoffe, dass sie dadurch sterben. Na, sterbt ihr? Nein, ihr stirbt nicht. Oh Gott. Bitte sterbt und tötet mich nicht. Oh. Okay, das ist irgendwie gerade uncool. Ihr blöden Buhus. Ihr blöden King-Buhus. Ich werde euch vernichten, ohne dass ihr mich tötet. Danke. Ein halbes Herz habe ich noch. Hä? Was willst du tun? Was willst du tun? Du kannst mich nicht vernichten. Ich habe viel zu viele Leben für dich. So. Ob sich das jetzt gelohnt hat? Wahrscheinlich eher nicht. So, hier könnt ihr ja nicht hin, oder? Doch, könnt... Okay. Okay, die können halt einfach fliegen. So, eigentlich hatte ich eben Digimon geguckt. Ja, Digimon. Kennt das einer von euch, Digimon? Also vom Namen wahrscheinlich einige, aber habt ihr das auch geguckt? Ich gucke auf jeden Fall gerade die erste Staffel. Die gibt es nämlich irgendwie auf YouTube. Die geht ja nur 12 Stunden. Davon habe ich jetzt irgendwie schon 2 Stunden geguckt und das ist voll geil. Obwohl ich früher eigentlich der Pokémon-Fan war. Pokémon war toll. Aber jetzt in meinem Alter kann man sich Pokémon irgendwie nicht mehr so gut geben wie früher. Ist irgendwie alles viel zu offensichtlich und viel zu fröhlich und was weiß ich. Da ist Digimon irgendwie schon cooler. Aber früher fand ich... Ah, nee. Früher fand ich Pokémon besser. Da gehörte ich zur Pokémon-Fraktion. Aber je nachdem, wie alt ihr seid oder wie jung ihr seid, kennt ihr wahrscheinlich Digimon gar nicht mehr. Oder habt das nie geguckt. Ich war neulich erstaunt, als ich mit einem... Ja, nennen wir es Freund, geredet habe, der im Jahre 2000 geboren ist. Und der Digimon noch nicht geguckt hat und Pokémon auch nicht. Oh mein Gott. Und Yu-Gi-Oh! Auch nicht. What? Das ist alles meine Kindheitsanimes. Die hat alle nicht geguckt gehabt. War ich ganz erstaunt, dass man das nicht kennt. Oder noch nie geguckt hat. Dass das überhaupt geht. So. Aber zumindest Dragon Ball Z hat er zumindest geguckt. Immerhin etwas. So, wir haben schon wieder nur ein halbes Leben. Das ist irgendwie nicht ganz so toll. Aber... Könnte schlimmer sein. Wir könnten zum Beispiel sterben und keine Leben mehr haben. Das wäre jetzt schlimmer. Oder hier könnten irgendwelche Geschwüre sein, die uns angreifen wollen. Aber das haben wir zum Glück alles hier nicht. Wir haben nur komische Dinger, die uns anpupsen. Und mit ihren Knochen bewerfen. So. Letzter. Der tötet uns wahrscheinlich noch. Nee, okay. Vielleicht ein blaues Herz? Nee, aber nur Pretty Fly. Okay, Pretty Fly ist toll. Ich mag Pretty Flies. Aber wir haben recht viele Fliegen gerade schon. Das finde ich gut. Finde ich gut. Hier hast du ein bisschen Geld. Was gibst du uns Schönes? Bitte keine Fliege. Okay. Ein rotes Herz. Kann ich jetzt nicht so gut. Ah, das kann ich sehr gut brauchen. Danke. Yay. Soul Food. 2 blaue Herzen. Genau darauf habe ich gehofft. Oh Gott. Überall diese Fliegen und alles. Oh Gott, ich will hier nicht sein. Okay, ich glaube, wir sollten erstmal diese Kackehäufchen töten, wo diese weißen Fliegen drauf sind. Weil die nerven mich, glaube ich, am meisten. Oha. So. Dann du noch. Und jetzt kann uns gar nichts mehr passieren. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Ihr könnt mich nicht mehr treffen. Ich habe all eure Scheißhaufen vernichtet. So. Gut, da war sogar noch ein blaues Herz, habe ich gesehen. Und wir werden noch ein bisschen stärker. Finde ich auch sehr schön. Allerdings haben wir jetzt ein Lebensupgrade. Aber wir haben einen Devil Deal bekommen. Wir werden da auf jeden... Nee, werden wir nicht. Warte. Die Kohle wäre eigentlich ganz cool. Wie böse wir jetzt aussehen. Nur wegen dem Fleisch? Okay, Katzen sollten kein Fleisch essen. So, jetzt ist die Frage, nehmen wir Gimli mit oder nehmen wir die... Nevermind, wir haben die Kohle mitgenommen. Wir hätten uns auch 3 blaue Herzen dafür geben können, aber... Pff, wofür brauchen wir blaue Herzen? Wir haben genug blaue Herzen. Und mein Internet ist immer noch nicht da. Oh Mann! Wehe, Internet, wehe, du bist nicht da, wenn ich hier hochladen will. Oder allgemein danach. Wäre schon schön, dass wenn er rendert irgendwie, dass ich dann irgendwas anderes machen könnte.
Meistens gucke ich dann nämlich irgendein Anime, wenn ich render. Weil da habe ich ja nichts zu tun. Aber so geht das ja irgendwie nicht. Oh, wir haben schon fast wieder 100 Gold. Gold, ja. Das ist Gold. Wie komme ich denn jetzt auf Gold? Ach, wegen League of Legends, genau. Sir, okay, gib her, danke, tschüss. Jetzt sind wir ganz in Schwarz eingehüllt. Wir sehen gar nicht mehr so aus wie eine Katze. Oh nein, wir haben uns verformt. Unsere süßen Katzenohren sind einfach zu Hörnern geworden. Und unser süßer Katzenschwanz ist immer noch da. Okay. Aber unser süßes Katzengesicht ist hässlich geworden. Irgendwas ist mit uns geschehen. Schlechte Tierhaltung hier. Schlechte Tierhaltung in diesem Keller. Ist unsere Persönlichkeit einfach ganz anders geworden. So. Und als Kriegsbemalung haben wir uns mit Kohle angemalt. Ja. Ganz viel Kohle. Und wir haben ganz viele Fliegen gegessen, die für uns jetzt alle angreifen. Die haben wir alle dressiert. Deswegen essen Katzen nämlich auch die ganzen Fliegen immer. Die jagen sie immer und essen die dann auf. Einfach nur aus dem Grund, falls sie irgendwann mal in einem Keller sind von euch und gegen Gegner da kämpfen müssen, dann haben sie nämlich diese Fliegen immer dabei. Ja, ja. Das ist so wie Pinocchio im Walskörper. Genau dasselbe machen die Katzen nämlich auch mit den Fliegen. Ja. Ja, 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 ja. Voll schlau vor den Katzen. Katzen und Fliegen arbeiten zusammen. Was ab? Bald haben sie die Weltherrschaft. Au. 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 Nicht wehtun. Danke. Hallo. Und hallo, Boss. Boah. Okay, wir kriegen unseren zweiten Cube of Meat, wie es scheint. Und der ist ganz schön groß. Warum bist du so groß? Wieso machst du keine Super-Trollbomben? Da bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht von dir. Krieg. Dafür, dass du schon der Krieg bist und keine Super-Trollbomben machst. Also sowas. Habe ich ja auch lange nicht gesehen. Du bist gar nicht der echte Krieg, stimmt's? Gotta meet them all. Okay. Der zweite Meatboy-Kopf. Wenn wir Glück haben, dann kriegen wir sogar noch einen dritten. Obwohl er unnötig wäre, aber wir hätten dann mal einen. Hä? Kriegen die Schaden durch das Feuer? Okay, interessant. Schubdawup. Nee, ich nehme lieber Gabis Paw mit. Zur Sicherheit, falls wir irgendwann mal wieder ein Lebensupgrade bekommen, dass wir das dann in drei blaue Herzen umwandeln können. Sodass wir halt immer Hure von Babylon haben. Denn das ist, glaube ich, unser Hauptdamage gerade, diese Hure von Babylon. Ohne hätten wir nämlich nur zwei Striche Schaden. Und das ist die Hälfte von vier. Und die Hälfte von vier ist nicht viel. Ich meine, da machen wir knapp 50% weniger Schaden. Wäre schon nicht so toll. Okay, komm. Du weißt doch, wie das geht. Einfach sterben und dann bin ich glücklich. So, ihr wisst auch, wie es geht. Einfach sterben und dann bin ich glücklich. Wisst ihr nicht, wie das geht? Okay, ich zeig's euch nochmal. Aber das ist das letzte Mal. Nächstes Mal bringt ihr euch gefälligst selber um. Alles klar? Okay. So, was kriegen wir hier Schönes? Bombsacki. Bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden mit, aber okay. Haben wir halt ein paar Schlüssel. Obwohl wir die Schlüssel gar nicht brauchen werden, höchstwahrscheinlich. Ich wüsste auf jeden Fall nicht für was. Es gibt ja nicht mal einen goldenen Raum. Haben wir Gabis... Ja, wir haben Gabis Schwanz. Okay, dann sollten eigentlich mehr Kisten spawnen. Also mehr goldene Kisten. Wundert mich dann, dass hier so wenig Kisten spawnen. Wenn wir doch Gabis Tail haben. Blub, 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 blub. Schon wieder der falsche Weg. Aha, da ist eine goldene Kiste. Wollen wir da reingehen? Ja, komm, wir gehen mal rein. Wir kriegen sowieso nur einen halben Schaden und haben wieder unsere 10 Leben. Juhu! Hallo, du Arschloch. Ich darf das sagen, weil das ist wirklich ein Arschloch. Hihihoho. Aha. Oh, oh. Ah, hihihoho. Na, was haben wir hier? Da, oh. Sieht auf jeden Fall interessant aus. So, nochmal ein paar Bomben einsetzen, weil wir davon nicht mehr genug haben. So, gib mal alles her, das Geld brauche ich nicht. Gibt es hier wirklich keinen Shop irgendwo? So ein Shop wäre eigentlich ganz cool. Noch mehr Geld. Wow. Amazing. Amazing, so viel Geld. Wer will so viel Geld haben? Ich nicht. Kommt man dem alten Isaac eigentlich über 99 Münzen haben? Ich glaube nicht. Da kommt man nur ein endlich Leben haben, das weiß ich.
So. Okay, jetzt. Mann, was ist mit meiner Stimme? Jetzt spawnen hier gerade ganz schön viele goldene Kisten. Und ich glaube, ich werde krank, wenn ich das so mit meiner Stimme gerade höre. Ich sollte vielleicht mal was trinken. Wieso habe ich hier auch nichts zu trinken oben? Meh. Naja, hallo Mutti. Ach, auch noch die rote Version. Das ist schön. Die ist nicht so nervig wie die anderen Versionen. Na, vielleicht doch. Eigentlich ist sie angenehmer, weil die halt nichts spawnt. Hä, die spawnt doch was? Was bist du denn für eine rote Version? Die Sachen spawnt. Au. Du bist eine Fake-rote Version. Du bist gar nicht die echte rote Version. Die echte rote Version wird niemals Sachen spawnen. Du kannst mich nicht verarschen. Ich hab dich durchschaut, Mutti. Ich hab dich durchschaut. Durchschaut habe ich dich. Jetzt sterb. Oh, Bombsaki ist auch egal. Wir haben eh von beiden genug. Und wir waren schneller als 20 Minuten. Okay. Das hält das Baby. So. Biete dich wehtun. Wehtun tut weh. Au. Du hast mir wehgetan, obwohl ich gesagt habe, du sollst mir nicht wehtun. So ein Arschloch. Was denn, Hus? Ach, geil. Jetzt können wir fliegen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, oh, wir wissen nicht, was wir einsammeln würden. Dein Ernst? Okay. Nee, dann lassen wir das. Bevor ich da jetzt irgendeinen Crap einsammle und dann die ganzen Monster da machen muss, die ganzen Bosse, da habe ich keine Lust zu. Lili, lieber dich. Hallo, Utaru. Hallo, Herzchen. Hallo, Una. Das Einzige, was ich da vielleicht mitgenommen hätte? Nee, eigentlich nichts. Vielleicht ein doppeltes Lebensupgrade oder so, aber das hätte ich da ja auch locker verloren. Egal, wir kriegen das auch so hin. Auch ohne die Leben. Auch ohne das Item, was wir da bekommen hätten, tun. Au! Oh nee! Oh Gott! Jetzt sterben wir! Hilfe! Wir brauchen schnell ein Lebensupgrade! Nein, eigentlich nicht. Vor allem, wir haben noch so viele Versuche. Wir haben halt einfach noch 10 Versuche. Und jedes Mal können wir uns mit unserer Gabi-Power... Oh, geil. Zwei Leben geben. Jedes Mal, wenn wir sterben. Dann haben wir nicht nur eins, sondern drei. Das ist quasi das Dreifache von eins. Und das ist schon ganz schön cool. Sehr gut, Dizzy. Bist du sehr gut in die Maske reingelaufen. Ich liebe dich dafür, dass du in die Maske reingelaufen bist. So, hi, Loki. Was geht? Okay, bei dir bringt Lemon Party wahrscheinlich nicht so viel, oder? Weil du kannst fliegen und ich glaube, fliegende Leute berühren den Boden nicht. Kann das sein? Ich glaube, das stimmt so. Ich glaube, meine Berechnung war da richtig. Dass fliegende Sachen nicht den Boden berühren. Fliegt er denn wirklich? Ich weiß nicht. Wenn er mal über meine Blutspur da gehen würde, dann wird man es wissen, aber egal. So, hier, was haben wir da Schönes? Okay, nehme ich mit. Dankeschön, Evil Abyssimer Tool. Ist ein Damage-Up, aber wir haben zu wenig Leben dafür. Deswegen lassen wir das mal lieber. Obwohl wir dann viel cooler aussehen würden. Was ist eigentlich mit unseren Augen los? Sahen die nicht eben anders? Oh, egal. Egal. Ist ja auch nicht wichtig. Haben wir jetzt eigentlich mal 5 Striche? Nö. Immer noch nur 4 Striche Schaden. Nice, wer ist unser Seed? Eggdgeslick. Okay. Telepille, wo sind wir? Oh, wir sind zum... Ne, sind wir doch nicht. Wir sind einen Raum nach links gekommen. Geilo. Das war ja voll die Zeitersparnis jetzt. Krass. Gut, dass wir diese Pille gefunden hatten. Die hat uns die Hälfte des Raumes erspart an Zeit. Cool. Was bin ich froh, dass die nicht in die Luft gehen. Ha, ihr seid süß. Oder auch nicht, aber vielleicht ja doch. Hallo, ich verliere jetzt ein ganzes Leben, also gib mir bitte ganz viele rote Leben. Blaue Leben, danke. Danke, bitte schön und tschüss. Oh, da haben wir unser letztes Gabi-Item. Yes, wir hatten alle Gabi-Items einmal. Geilo. Und hat sich gelohnt, wir haben 2 Herzen auf jeden Fall mehr bekommen. 2x Lemon Party, okay, auch sehr interessant. Ist hier ein blauer Stein, das sieht so verdächtig nach einem blauen Stein aus. Ich spreche es trotzdem einfach mal. Schade. Okay. Okay, du Hand. Okay. Wolltest du mich gerade grabben oder? Ey, jetzt hat mich gegrabbt. Na gut, gucken wir halt hier rein. Wir haben eh genug Schlüssel. Mir gefällt dieser Raum, wenn ich ehrlich bin. Dieses Blau, das ist voll hübsch. Voll das hübsche Blau. Was ist los hier? Ist der Devil? Nö. Lemon Party? Ja.
Au. Okay, so langsam müssten wir dann doch mal auf unsere Leben aufpassen, wie es aussieht. Und wir konnten kein einziges Mal Geld ausgeben, oder? Nur bei diesen einen Bettler-Eimer. Und dann hat der nicht mal viel angenommen. Der hat auch nur 3 Münzen oder so genommen. Toll. Au. Wo bist du genau im Spawn? Weißt du nicht, dass ich da immer hingehe? Um 21 Uhr 26. So. Und noch einmal der ganze Spaß. Aber diesmal weiß ich, dass da 4 Hände runterkommen. Ja. Ich habe dazu gelernt, ihr blöden Hände. Tja. Nun bloß jetzt, das kommt mir sehr gelegen und wir sind natürlich wieder falsch gelaufen. Aber egal. Na, vielleicht schaffen wir das sogar in unter 30 Minuten. Wenn... Oh. Oh, wir können fliegen. Jetzt haben wir hübsche Engelsflügel. Aber von Gabi ist irgendwie nicht mehr wirklich was übrig geblieben. Also ich erkenne da kein Gabi mehr. Das erkennt man nicht mal mehr den Schwanz, oder? Moment. Nee, wir haben nicht mal mehr einen Schwanz. Unser Unterkörper ist einfach ein menschenähnliches Ding. Das ist aber nicht so cool. Wir sind einfach nackt unten rum. Eben hatten wir zumindest noch Felder. Wir haben uns unten einfach geschoren. Oh mein Gott. Wer hat uns sowas Böses angetan? Okay, auf euch habe ich irgendwie keine Lust. Tschüss. Ach, geht nicht. Stimmt, in The Worm kann man das ja nicht. Oh Gott, nimm das. Ach, die Hälfte von euch kann ja fliegen. Ganz vergessen. Egal. Los, feiert mit mir. Die Doge Party des Jahrtausends. Doge, Doge. Doge, Doge. Oh. Mann. So, was haben wir da? Schönes. Oh, ja, toll. So was habe ich mir schon lieber gewünscht. Oder auch nicht. Die eigentlich nicht. Sorry. Sorry, habe ich mir doch nicht gewünscht. War ein Fehlkauf von dir. Okay, hallo, Mutti. Ich meinte, Entlips. Du bist ich. Du bist ich. Wieso willst du mich angreifen? Ich bin du. Oh Gott. Diese blöden Augen. Oha. Okay, sieht nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Stirb, du Auge. Okay, können jetzt bitte keine Augen mehr kommen? Das wäre ganz nett. Okay, der hat ein anderes Muster. Das ist uncool. Hä? Seit wann macht er das denn? Hör auf, so komisch zu schießen. Okay, wir machen nicht wirklich viel Schaden. Ich hätte diese eine Pille noch mitnehmen sollen. Zumindest die... Die Devil-Pille. Oh Gott, was ist hier los? Nimm. Wenn du es unbedingt haben willst. Und dann hat er die Bombe nicht mehr genommen. Nie nimmt er meine Bomben an. Okay, Hälfte der Leben ist weg. Wir haben allerdings auch nur 3 Leben. Und mich nervt dieses eine Ding da die ganze Zeit. Moment, wir haben. Wir haben dieses Gabi-Ding vor uns. Ah, shit. Das wehrt ja eigentlich alles ab. Okay, das wahrscheinlich nicht. Okay. Schluss, danke. Wound of Algus. Geilo. Okay, Challenge. Kitty freigeschaltet. Fertig. Ja. Ja, haben wir geschafft. Okay, cool. Dann kommt nächstes Mal Creep. Sind wir da ein Creeper? Sprengen wir uns selber in die Luft? Sind wir einfach nur richtig komisch drauf? Ihr werdet es erfahren in der nächsten Folge von The Binding of Isaac Rebirth in der God Mode. Ja. Bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr das beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und bitte in die Kommentare schreiben wegen Custom Challenges, wenn ihr eine Idee habt. Das wäre nett, danke und tschüss. Ich hoffe, mein Internet geht. Ja, mein Internet geht wieder. Juhu. Tschüss.